Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Folgen 80 und es kommt noch das letzte Steelbook aus dieser großen Verpackung raus. Ich will ein Unboxing wieder, ist ja klar. Und mal gucken, was da schon drin ist. Dann kann ich mir diesen Karton auch mal wegstellen. Und wir machen auf. Und es befindet sich ein Steelbook von Tim Bird wieder mal. Und zwar von Corpse Bride. Ich habe schon das englische Corpse Bride Steelbook. Aber ich wollte es mir fast nicht kaufen. Ach komm. Das schaut so schön aus und für 99 oder 14,90 hat es glaube ich gekostet. Kann man es nicht meckern. Nehme ich mal mit. Also die Seite, weil sonst wird es hier zu voll. Hinten starten wir schon die ganzen Päckchen. Ja, natürlich wieder ein sehr schönes Steelbook, auch wieder leicht geprägt. Und ist auch ebenfalls Amazon exklusiv gewesen oder gibt es noch. Ist auf nichts limitiert. Entschuldigung, habe ich jetzt versprochen. Hat eine Laufzeit von 77 Minuten. Specials, ich halte es wieder kurz in die Kamera, dass ihr es lesen könnt. Und ist auch ebenfalls von Warner Brothers. Märchenhaft, skurril und witzig. Ganz einfach wunderbar. Ja, das ist echt wahr, denn ein sehr schöner Film ist das. Und ich mache jetzt einfach mal auf. Klebchen. Geht etwas schwerer ab. So. Und das Steelbook ist wirklich grandios. Hier eben oben drauf Corpse Bride und der Mond ist hier geprägt. Und natürlich jetzt Johnny Depp ist auch geprägt. Oben am, also im Mond drin. Und die ganzen schönen Fratzen, zumindest die von der Totenwelt, die sind so schön gemacht. Einfach nur klasse. An der Seite Blu-ray Disc Logo oben und Warner Bros. Logo. Und dazwischen Corpse Bride. Und hinten drauf dann das andere schöne Motiv von den beiden. Und machen wir auf. Und hier ist dann das, die Blu-ray enthalten zu sehen. Auch sehr schön. Und hier dann noch einmal dann das Hintergrundmotiv, was mir auch sehr gut gefällt. Ja, über den Film muss man dafür reden. Einfach ein Klassiker. Unbedingt mal anschauen. Den ihr noch nicht kennt, lohnt sich auf jeden Fall. Unbedingt ansehen. Und wenn ihr das macht, könnt ihr mich auch noch dabei abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Euer Feuerson80. Tschüss.